Hallo und willkommen. Wir sind in Hamburg angelangt. Und ich will mal versuchen, diesmal nicht, wie in der letzten Folge oder den letzten zwei Folgen, einen wichtigen Gegenstand zu vergessen. Also mitzunehmen. Das ist ja schon auch bei Jack Keen das ziemliche Problem bei mir gewesen, dass ich immer einen Gegenstand vermisst habe und nicht weitergekommen bin und dann halb verzweifelt bin. Und ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. Das ist immer das Problem, wenn man auch noch aufnimmt und moderiert und alles, ist man doch ein bisschen, nun ja, abgelenkt und da übersieht man leicht mal was. Name. Haben Deutsche wirklich keinen Humor? So ist es nicht. Die Witze taugen halt nichts. Wenn Sie mir einen wirklich guten Witz erzählen, lache ich mir sicher einen Ast. Verstehe. Also, Name. Und Sie sind? Wenn Sie nicht den Vorschriften der Hamburger Hafenbehörde folgen, wird das ewig dauern. Also, Name. Jack Keen. Name Ihres Schiffes, Herr Keen. Ich denke, wir bleiben mal bei der Wahrheit. RMS Titanic, okay? Die Charming Princess 2. Aha, verstehe. Herkunftsort? Shanghai. Na gut. Ladung. Wir sind leer. Wollen hier Ladung aufnehmen. Ich finde nichts über Ihr Schiff in meinen Aufzeichnungen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ihre Aufzeichnungen sind falsch. Nein, sie sind nie falsch. Oh, hat Ihnen das Vorzimmer der Queen keine Nachricht geschickt? Wie peinlich. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls müssen Sie eine zusätzliche Hafensteuer zahlen. Das sind dann 26 Goldmark. Was, wenn ich nicht zahle? Dann verlässt Ihr Schiff nicht diesen Hafen. Zumindest nicht über Wasser. Nett. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? Okay, schauen wir mal, was haben wir denn alles. Am Klemmbrett kann man Papiere befestigen. Oh, ein kleiner Moment bitte. So viel ist sicher. So, ich bin wieder da. Es hat kurz geklopft gehabt, da musste ich schnell hingehen. Kann ich das als Ausrede benutzen, wenn ich wieder einen Gegenstand nicht finde? Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Machen. Okay, hier gibt's anscheinend nichts. Außer das Glambrett. Da haben wir ein verfallenes Paddel. Das nehmen wir doch mit. Dieses Paddel ist unter der Kiste eingeklemmt. Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Der Zielort dieser seltsam geformten Kiste ist New York. Was da wohl drin ist? Das frage ich mich auf. Wir können es ja mal aufschnitzen. Hättest du gern. Eigentlich schon, aber na gut, dann nicht. Eine Schande für die Umbati Corporation. So aber viel ist sicher. Ich glaube, das Paddel werden wir irgendwann nochmal brauchen. So, was haben wir sonst noch alles hier? Oh nein. Die Holzgiraffen, die ich im Knast immer schnitzen musste. Sie werden offensichtlich irgendwohin verschifft. Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Ein Metallpoller. Sieht sehr stabil aus. Ich schätze, die Giraffen werden uns noch das ganze Spiel über verfolgen. Naja, oder auch nicht. Moment. Hier geht's, denke ich, runter zum Schiff. Genau. Dann haben wir hier einen Kran. Arbeiter haben Rechte? Was für ein Blödsinn. Kann nicht schwer sein, das Ding zu bedienen. Hey, stopp! Finger weg vom Kran! Hey, was machst du da? Nur autorisierte Personen dürfen die Hebekräne bedienen.
Wo finde ich autorisierte Personen? Hast Pech, die streiken alle. Ich habe ein Auge auf dich. Ich schätze, den Kram braucht man, um die Kiste hochzukriegen, um an das Paddel zu kommen, für das ich noch nicht weiß, für was wir brauchen. Hoppala. Rechte Maustaste gekommen. Sie schulden mir noch die Hafengebühr in Höhe von 26 Goldmark, Herr Keen. Also, ich habe hier chinesisches Geld. Kann ich damit auch zahlen? Zeigen Sie mal. Hey, Sie haben ja gleich alles genommen. Was ist mit Wechselgeld? Ach so, ja, hier ist das Wechselgeld. 2 Goldmark? Nicht mehr? Naja, besten Dank auch. War ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, mein Herr. Na gut, wenigstens die Hafengebühr haben wir gezahlt. Eine Schande für die Umbati Corporation, so viel ist sicher. Am Klemmbrett kann man Papiere befestigen. Ah, und da sind die streikenden Leute. Es glüht. Genau dieses Logo habe ich in meinem Traum gesehen. Das Amulett hat wieder geglüht. Das kann kein Zufall sein. Ich muss da rein. Mit dem Body geht's am schlechten. Zeig, dass er mal blecht. Erwin, Hans und Rolf. Oh, was haben wir denn da? Arbeiter haben Rechte. Also sollten sie zumindest. Ärger mit Ihrem Affen? Reden Sie mit Rolf, dem zertifizierten Tierpfleger des Hamburger Hafens. Er braucht immer Geld und hilft gern. Das könnte später wichtig sein. Okay. Das ist ein normales Klemmbrett. Ein Protestschild. Ein Schild von den Dockarbeitern. Sie haben das Symbol der Umbati Corporation durchgestrichen. Und hier wäre nicht schlecht. Geht nicht auf. Ist wohl von innen verschlossen. Genau. Gerechtigkeit und Bier. Gerechtigkeit und Bier. Dann reden wir mal mit den 3 Leuten da. Arbeiter haben Rechte. Arbeiter haben Rechte. Mit Umbati geht's uns schlecht. Zeig, dass er mal blecht. Einer von euch ist wohl ein zertifizierter Tierpfleger? Da bist du falsch gewickelt. Sein Name ist Rolf. Steht in der Anzeige. Hier gibt's keinen Rolf. Verschwinde! Du bist Rolf, oder? Warum glaubst du das? Wenn der Mauszeiger auf dich deutet, steht da Rolf. Ach, wirklich? Ja. Glaub ich nicht. Mit Umbati geht's uns schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter haben Rechte. Arbeiter haben Rechte. Mit Umbati geht's uns schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Gut. Na komm, Rolf. Ich bezahl dich, wenn du es mir beibringst. Glaub ich nicht. Mit Umbati geht's uns schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Arbeiter haben Recht. Mit Und was ist das jetzt? Rolf und Ralf? Na komm, Ralf. Ich bezahl dich, wenn du es mir beibringst. Aber ich kann dir nur beibringen, wie man mit Affen umgeht. Wie wär's mit Kätzchen? Als ich zuletzt den Affenzähmergriff auf ein Kätzchen angewendet habe, sah es danach, nun ja, verändert aus. Mit Umbati geht's ums Schlecht. Zeit, dass er mal blecht. Kann man den jetzt so zahlen? Arbeiter haben Rechte. Später vielleicht. Also sollten sie zumindest. Na gut. Ich dachte, er bringt mir jetzt was bei. Aber, na gut. Dann schauen wir mal, was haben wir denn sonst noch alles hier? Also hier geht's nicht weiter, wie es aussieht. Und hier geht's auch nicht weiter.
Okay, das war's anscheinend schon. Und ein Bier wäre nicht schlecht. Arbeiter haben mit um. Na komm, Ralf. Aber ich kann dir nur. Wie wär's mit Cat? Mit um Body geht's uns schlecht. Da kommen wir irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Okay. Mal, da liegt noch. Schon wieder das Beste. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? Reden wir nochmal wegen dem Tor. Herr Keen. Ich glaube, ich habe Ihnen entschieden zu viel Geld gegeben. Ich glaube, Sie stellen zu viele Fragen. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Glühbirne? Ist das nicht dieses hässliche, hohle Glasding? Nein, das ist das Ding zwischen Ihren Ohren. Sie überschreiten eine Grenze. Noch ein Wort und ich gehe den Baum hoch. Wie passend. Sie sehen schon ein wenig affig aus. Dir bringe ich Manieren bei. Und wieder ein Kampf. Gut. Das hat nicht geklappt. Ey, den kenne ich noch nicht. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich jemand wirklich wütend macht. Diesen Schlag kannte ich noch nicht. Eine Schande für die Umbati Corporation. So viel ist sicher. Ja, reden wir noch mal kurz mit Amanda. So, Hamburg. Ich habe mehr Leute erwartet. Dürfte nicht leicht werden, hier jemanden zu finden, der uns mit dem Schiff helfen kann. Die Zeit als Häftling hat dich ziemlich pessimistisch gemacht. Angenommen, wir finden jemanden. Haben wir denn das nötige Material für die Reparatur? Im Lagerraum ist einiges, aber du hast recht. Ich sollte nachsehen. Und ich kümmere mich um das, was ich am besten kann. Einen Schatz suchen. Denk dran, Vorsicht, wenn du mit den Deutschen redest. Sie haben keine Ahnung, was Humor ist. Komme ich auf die Charming Princess drauf? Ich sollte warten, bis Amanda sich um die Reparatur gekümmert hat. Wenn ich noch was kaputt mache, dreht sie durch. Und das Schiff könnte auch sinken. Hey, das letzte Mal war es nicht unsere Schuld. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? Arbeiter haben Rechte! Mit um. Na komm. Aber ich kann... Wie passend. Na gut. Gib mir 3 Goldmark und ich bringe dir den Affenzähmergriff bei. Den vergisst ein Affe nie wieder. Ich weiß, du bist ein Deutscher. Aber könntest du es nicht ausnahmsweise für 2 Goldmark tun? Nur 2? Um zu lernen, wie man einen Affen zähmt? Naja, 2 ist wohl besser als nichts. Finde ich auch. Große Affen und affenähnliche Kreaturen können mit diesem Griff dran gehindert werden, dem Wärter das Genick zu brechen. Okay. Und die nicht ganz tierschutzkonforme Vorwärtsverteidigung treibt auch Rentieraffen das Lausen aus dem Kopf. Ja und gut. Einen neuen Angriff und eine neue Verteidigung gelernt. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den damit besiegen. Arbeiter haben Rechte? Was für ein Blödsinn. Herr Keen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Segelschiff und ihrer Frau? Du kriegst nicht genug, was? Witzig, genau das hat ihre Frau auch gesagt. Jetzt reicht es, Junge. Gut, nächster Kampf. Jetzt brauchen wir den Dschungelkönig, denke ich. Ha! Dann probieren wir doch mal den neuen Angriff auf, den Affenzähnergriff. Und der sitzt. Was war denn das? Das gibt's doch gar nicht. Gut, der ist weg. Und das heißt, wir können den Kran bedienen. Was haben wir denn da alles? Hoch, runter, vor, zurück, nach links und nach rechts. Blockiert. Noch ein bisschen weiter. Vorne. Und jetzt runter. Besser nicht. Besser nicht. Okay, dann nicht. So wird die Spalte zwischen den Kisten fast perfekt geschlossen. Okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwie hochklettern. Oh nein. Die Holzgiraffen, die ich im Knast immer schnitzen musste. Um ins offene Fenster reinzukommen. Sie werden offensichtlich irgendwohin verschifft. Hoffentlich irgendwohin, wo ich nie sein muss. Ah ja. Dann probieren wir das doch mal so aus. Jetzt sind wir oben. Jetzt können wir hier drauf und hier rüber. Jemand hat das Fenster offen gelassen. Aber was soll mich das jetzt kümmern? Und hier rein. Streik, was soll ich nur tun? Wie komme ich jetzt nach New York? Habe ich das ganze Ding umsonst gebaut? Verdammt! Irgendwie muss ich an eine Überfahrt kommen. Die Zeit wird knapp. Hey, das ist aber ein Zufall. Wie bitte? Deine Augen haben genau die gleiche Farbe wie diese Blume, die ich gerade gepflückt habe. Oh. Wow, das war... Du hast... Wow! Entschuldige, ich wollte nicht... war mit den Gedanken woanders. Ich bin unterwegs zur Weltausstellung in New York. Aber jetzt streiken hier alle. Ich bin Ingenieur und habe einen Prototypen gebaut, den ich dort... Moment, hast du Ingenieur gesagt? Ja. Gibt's was, das du nicht reparieren kannst? Ist mir noch nicht untergekommen. Es gibt nichts, das deine Hände nicht handhaben könnten. Richtig? Meine Hände? Vergiss es, hab noch rumgesponnen. Ich brauche einen Ingenieur. Also wir, meine ich. Wer, wir? Ich und ein Typ, der nichts von Blumen versteht und wahrscheinlich keine Ahnung von meiner Augenfarbe hat. Egal, gehen wir. Du musst dich um eine andere Dame kümmern. Eine Dame? Keine Sorge, eine echte Prinzessin. Und so charmant, sagt man. Aber ich muss nach New York, zur Weltausstellung. Kein Problem, wir bringen dich hin. Du musst nur das Schiff reparieren. Klingt nach einem guten Angebot, schätze ich. Keine Debatte? Das ist mal eine neue Erfahrung. Wie bitte? Vergiss es, denke nur über mein Leben nach. Gehen wir. Oh, und hier ist übrigens die Blume, falls du sie haben möchtest. Einzigartige Farbe. Ein echter Schatz. Fällt einem sofort ins Auge. Ach. Oh je, armer Jack. Ich glaube, bald habe ich's.
Das Amulett hat wieder reagiert. Ich muss also an der richtigen Stelle sein. Aber in einem Lagerhaus sucht man die Nadel im Heuhaufen. Dann suchen wir mal die Nadel im Heuhaufen.